Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem kurzen Video möchte ich euch ein kompaktes und besonders leichtes Schlauchboot vorstellen. Das Alpuna Kinglight 230. Wir besitzen ja auch ein großes 4-Mann-Schlauchboot, nur leider ist es kaum zu handeln, wenn man mal alleine unterwegs ist. Das KL 230 hat nur gewogene 16,6 Kilo und zwar fahrbereit mit Sitz und Rudern. Es ist also ganz easy von einer Person zu transportieren, auf- und abzubauen und zu Wasser zu lassen. Man bekommt das Boot in einem praktischen Rucksack, Quicklocks für die Ruder, Flickzeug, eine Fußpumpe, die Ruder selbst, eine Alu-Sitzbank und einen Sitzpolster mit integrierter Tasche. Zum Vergleich, das KL 230 wiegt insgesamt weniger als der Einlegeboden von unserem 4-Mann-Schlauchboot alleine. Dabei ist es gar nicht mal so klein und ziemlich geräumig. Ein tolles 1- bis 2-Mann-Schlauchboot. Es kann dabei so leicht bleiben, weil es aufs Wesentliche reduziert wurde. Es hat zum Beispiel nur 3 Luftkammern, wobei eine davon bereits der fest integrierte Hochdruckluftboden ist. Außerdem wurden leichte Materialien verwendet. Trotzdem kann es bis zu 350 Kilogramm tragen, ist für 2 plus 1 Person zugelassen, verträgt bis zu 30 Kilogramm Motoren mit bis zu 5 PS. Es hat ein Lenzventil im Heckspiegel und sogar ein Überdruckventil. Der Sitz wird wie üblich auf 2 Leisten geschoben und ist sehr weit nach vorne und hinten justierbar. Die Ruder sind per Quicklock montiert. Sie sind zweiteilig, können zusätzlich ausgezogen werden und sind sowohl nach vorne als auch hinten hin per Klettverschluss fixierbar. Der Luftboden ist hart wie ein Brett und es lässt sich sehr gut drauf stehen. Weil er nach unten aus dem Boot ragt, nimmt er nicht ganz so viel Platz im Boot weg, wie das Luftböden sonst zu tun pflegen. Hier noch ein kurzer Größenvergleich. Ich bin 1,85 Meter groß und das KL 230, wie der Name schon sagt, 2,30 Meter. Jetzt aber endlich ein bisschen Live-Action. Ja, was gibt es noch Wissenswertes? Die Kinglight-Boote von Alpuna sind baugleich mit den Twin-Air-Booten von 3D Tender und kommen aus der gleichen chinesischen Produktion. Es gibt Modelle von 160 bis 290 cm. Wobei es bis zum hier gezeigten Kinglight 230 3 Luftkammern und bei den größeren Modellen dann 4 Luftkammern verbaut sind, wodurch es zu einem etwas größeren Gewichtssprung kommt. Meter sind für mich die optimale Größe. Darunter ist mir zu klein und eng, darüber wird es dann bereits wieder unhandlich.
Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.